Guten Morgen, es ist 8 Uhr, Samstag, und ich werde hier in den Baumarkt gehen und die Teile, die ich gestern vergessen habe, holen. Und diesmal habe ich mir eine bessere Liste geschrieben und nicht nur auf die Wand, sondern auch aufs Handy. Das Problem bei der Wandliste ist, dass man nicht abhaken kann. Aber ich habe auch die Hälfte nicht aufgeschrieben, also es war jetzt eh ein dummer Fehler. Egal, los geht's. Also heute war Baumarkt definitiv erfolgreicher, was auch gut ist. Und zwar habe ich gestern vergessen, hier diese Teestücke zu kaufen. Und zwar habe ich ja Dusche, Klo, Entlüftung, Waschbecken. Waschbecken kommt hier hin, Entlüftung geht nach oben, Klo nach hier. So, das heißt, das hier soll jetzt hier rein und das hier irgendwie nach hier oben. Sieht gut aus, finde ich. Mache ich auch so. Dann kann die Entlüftung direkt von oben rein. So, genau, hier soll ja auch noch eine Waschmaschine hin. Das heißt, hier, für hier habe ich noch ein Teestück gekauft. Das stecke ich jetzt mal zusammen. Es gibt übrigens extra für HT-Rohre oder auch KG-Rohre, was wir alles benutzen, hier diese Schmatze. Und diese Schmatze, die macht man halt hier drauf und verschmiert die schön Finger. Das hat so eine Gelee-artige Konsistenz. Ist auch immer schön, das dann wieder an der Hose abzuschmieren. Verteilt es hier immer so ein bisschen, aber das verteilt sich auch im Endeffekt, wenn man das Rohr reindreht, sowieso auch von alleine. Deswegen ist es im Endeffekt egal. So, also das kommt als erstes hier rein. Nach da. Aber für die 100er HT-Rohre sollte man das auf jeden Fall haben, weil also ohne das kriegt man das kaum durch diese dicken Dichtungen durch. Deswegen kann ich das euch nur wärmstens empfehlen, das so zu machen. Dann habe ich noch ein T-Stück, aber diesmal mit Winkel, 67 Grad Bogen. Das soll hier rein und dann will ich irgendwie, eigentlich brauche ich ein Verlängerungsstück, wie ihr seht. Aber das muss ich irgendwie hier reinkriegen. Vielleicht ja, hier nochmal mit einem 67, 30 sind wir bei 97. Wenn man das hier hinmacht. Ja, irgendwie so. Brauche ich aber hier nochmal ein Verlängerungsstück, weil ich natürlich, doch habe ich sogar. Kriegt man also hin, das geht klar. Hab doch mal was vergessen zu kaufen. Bräuchte das hier nochmal. Naja, ich wollte eh heute nochmal dahin fahren. Ist aber nicht so schlimm, weil den Siphon für die Dusche habe ich eh noch nicht. Der sollte aber Baumarkt 52 Euro kosten, das sehe ich eigentlich gar nicht ein. Deswegen muss ich mal online gucken, ob ich den da finde. Ich habe da gestern Abend mal grob geguckt. Da kostet es, glaube ich, 37 Euro plus Shipping aber halt. Shipping sind ja auch wieder 8 Euro, deswegen das macht dann jetzt nicht wirklich ein Kohlfett. Und im Baumarkt kann ich es einfach holen. Der einzige Unterschied ist, dass es im Baumarkt nur das mit 90 Grad Bogen gibt. Also wenn ich mir eine Duschwanne habe, dann geht der Siphon so. Ich will aber, weil ich ja hier unten drunter bin, kann ich direkt gerade runtergehen, was ja quasi das Optimum ist. Deswegen würde ich dieses Optimum gerne nutzen, um dann nicht noch da oben auf dem Boden mir hier so eine Kimme zu stemmen, wo dann da das Rohr lang geht. So, das ist reingeglitten. Kann ich das hier in Position drehen? Das Coole auch bei diesem Reduzierstück hier ist, dass man das drehen kann, je nachdem, wo man das hinhaben möchte. Weil ich kann jetzt einfach hier, kommt mein Rohr von oben runter. Das heißt, ich drehe mir das jetzt einfach so hin, dass mir mein Rohr direkt hier reinflutscht. Und jetzt gehe ich hoch gleich und messe von oben die Länge und dann kann ich das Rohr zuschneiden, dann ist es auch schon fertig. Manchmal ist es übrigens auch leichter, ihr macht euch hier die Schmatze auf den Finger und macht das dann von innen auf die Dichtung. Dann müsst ihr es nicht von außen da drauf machen. Jetzt hier mein T-Stück, HT50. Das kommt hier rein. Hier kommt dann so eine Rosette rein für Waschmaschine. Und dann geht es hier weiter zu dem Waschbecken. Eine Etage weiter oben sind wir jetzt wieder. Bar zurück. Hier kommt jetzt noch so eine kleine Verlängerung rein. Ich schneide es hier mit der Säbelsäge wieder. Die Säbelsäge. Also wenn ihr euch bis jetzt noch keine Säbelsäge zugelegt habt, dann war all meine Werbung umsonst. Hier geht es wieder nur um Luft. Deswegen ist jetzt auch Endgrad wieder nicht so wichtig. Ich mache es trotzdem. Kann man schön mit dem Messer hier so machen. Einmal außen, einmal innen. Außen ist jetzt hier in dem Fall wichtiger, fürs Reinsliden. Und den Sticker hier, den machen wir natürlich auch noch ab, weil da sitzt ja die Dichtung drauf. Ich hasse solche Sticker. Warum machen die nicht hier hin? Da wird niemals jemand irgendwas hinstecken wollen. Naja, okay. Dann kommt wieder die Schmatze ins Spiel. Schmatze. Und dann drehe ich es einmal hier, stecke es drauf und drehe es einmal. Zack, drauf. Jetzt muss ich ja mir ein Verlängerungsstück nach unten in den Keller zuschneiden. Und zwar gehe ich davor wie folgt. Ich stecke den hier jetzt mal grob hier drauf, dass ich mein Maß habe. So soll es hier hin. Jetzt nehme ich einen Zollstock. Dazu sollte man eigentlich auch eine Lampe haben, dass man sieht, ob man wirklich weiß. Es sind mir gerade zwei Steine genau da reingefallen. Aber zum Glück nur zwei kleine. Also wer schon so ein bisschen Erfahrung mit Rohren hat, der weiß, dass man das im Zollstock fühlen kann. Aber jetzt muss ich mich natürlich doch mehr hier hinhocken, weil ich natürlich sonst nicht sehen kann. Und hier ist ja auch überall Bauschutt. Ah! Haltet eure Baustelle sauber. So, bis Unterkante würde ich sagen 44. Hoppala. 44. Und dann müsst ihr auf diese 44, weil ich habe jetzt von Unterkante bis Unterkante hiervon, bis Oberkante, nee, Unterkante, Unterkante gemessen. Das heißt, man muss jetzt hier drinnen auch nochmal das hier messen. Und es sind auch nochmal 5 cm, nehme ich jetzt 4,5. Also brauche ich von hier, ich kann natürlich auch jetzt einfach meine 44 von hier messen. Einfach so kann ich machen, 44. Geht ein bisschen hoch. Da schneiden wir das jetzt auch wieder ab mit der Säbelsäge. Den meisten Grad hier kriegt man echt schon mit der Hand weg, so also mit dem Fingernagel sogar. Halt nicht alles. Wenn man das mit der Flex macht, kann man das eigentlich auch ganz gut machen. Also man kann Rohre auch gut mit der Flex schneiden. So, da mache ich jetzt wieder ein bisschen Schmatze dran.
stecke es hier durch und bin drin. Jetzt habe ich ja Probleme, das hier reinzustecken. Das heißt, ich ziehe das jetzt nochmal ab. Machen wir hier auch nochmal ein bisschen Schmatz an den Finger und hier rein. Slide ich das hier erst hier rein, weil hier habe ich ja Spielraum, um das zu stecken. Ich könnte jetzt aber nicht das hier schon zusammengebaut lassen und es dann reinstecken. Das heißt, es ist immer ganz gut, wenn man sich irgendwo einen Spielraum lässt zum Stecken, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und es ist auch immer gut, dass wenn Spannung auf den Rohren ist, dass die Spannung nicht in die Richtung ist, dass sie rausrutschen. Also sieht jetzt hier, das Rohr hängt von alleine tendenziell nach da. Das ist auch gut so, weil wenn ich das jetzt hier reinstecke, will das Rohr nach da und hält sich von alleine fest. Und so haben wir unser erstes Rohr komplett angeschlossen. Bis oben hin. Ich gehe jetzt frühstücken. Frühstück war geil. Jetzt kommt das erste Mal hier die gute Rems-Presse zum Einsatz. Und zwar benutzen wir die ja, um Fittinge zu verpressen. Was ist ein Fitting? Ein Fitting nennt sich sowas. Also alles, was ein Bogen ist, ein T-Stück oder so, alles, was Druck hat. Und das hier ist ein Fitting mit einer TH-Kontur. Das hier ist eine Pressbacke mit einer TH-Kontur. Wenn ihr euch das hier anguckt, das sieht man, dass hier dieser Plastikring außen ist. Dieser Plastikring, der slidet hier rein und dadurch weiß man immer, dass man richtig sitzt. Außerdem ist hier unten so ein kleiner Punkt. Da sieht man den? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall weiß man daran, ob das Rohr weit genug drin steckt. Wenn man das Rohr da nicht sieht, dann steckt es nicht weit genug drin und wird nicht richtig dicht. So, ich brauche das hier jetzt. Das hier ist meine Wandplatte. Die kommt hier hin. Und dann kann ich von hier im Schlauch einfach hinten an den Klo-Anschluss gehen. Damit ich dann hier das schon zubauen kann, weil ja hier eine Riegelswand davor soll. Deswegen möchte ich das jetzt schon machen. Und den Fitting, das ist auch einer dieser wenigen Fittinge, die ich schon gekauft habe. Deswegen, und hier TH20. Also ihr braucht diese Backen. Ja, leider in allen Größen. Und ich habe jetzt halt hier nur die 20er und die 26er gekauft, weil das die beiden sind, nur die ich brauche. Deswegen werde ich auch alles nur mit 20 und 26 machen. Und die kosten normalerweise, wenn man die direkt von Rems oder so kauft, irgendwie 150 Euro. Und die hat jetzt bei Heimar 24 73 Euro, glaube ich, gekostet. Und ich habe noch nie benutzt. Ich habe die noch nie benutzt. Die werde ich jetzt aber hier in die Presse spannen. Das ist auch ein relativ simples System. Also man dreht es hier weg, dann steckt man das hier rein, macht so und dann macht man das Ganze hier einfach da drum, dann hält man hier den Knopf gedrückt, dann fährt hier so ein Bolzen vor und verpresst das Ganze. Vorher müssen wir das Rohr noch vorbereiten und das mache ich jetzt. Habe ich dir gezeigt mit dem Kalibrierwerkzeug, mit dem hier. Das machen wir jetzt. So, hier kommt mein Rohr hoch. Da habe ich wieder diesen Schutzschlauch hier, habe ich euch auch schon erklärt. Jetzt muss ich das hier kalibrieren und entgraten. Und man sieht schon, dass da einiges auch an Spänen fällt. Also das ist schon normal. So, und dieser Fitting, der wird jetzt hier drauf gesteckt. Zack, und jetzt sieht man hier, das Loch ist jetzt auch weiß geworden, also es passt jetzt. So, ich möchte das gerne auf der rechten Seite haben, weil ich noch nicht weiß, wie viel Platz ich hier mit der Wand gleich benötige. Deswegen muss ich erstmal gucken, wie viel Rohr ich brauche. Ich würde sagen, in etwa so viel. Dieser Fitting hier, der hat jetzt hier so viel Platz, dass ich hier noch mit der Presse hinkommen würde. Ich habe jetzt natürlich den Luxus, dass ich das einfach hier vorholen kann und es hier pressen kann und erst im Nachhinein festschraube. Genau, und das mache ich jetzt auch. Das ist jetzt alles ausgerichtet. Jetzt nehme ich hier die Presse, mache die hier drum. Zack, eingerastet, kann man nochmal so wackeln und dann einfach gedrückt halten. Dann hört man es klacken, dann wieder aufmachen, am besten nicht in diesen Pin ziehen, wie ich es gerade gemacht habe. Und dann hat man eine feste Verbindung, eine feste und dichte. Das kriegt man jetzt nicht mehr so leicht auseinander. Jetzt kann ich mein Rohr hier mal wieder hinhalten, zeichne mir da jetzt die Rohrlöcher an und dann nehme ich einfach so 6er Schlagdübel. Die muss ich jetzt erstmal holen gehen. Als ich das erste Mal von Schlagdübeln gehört habe, wusste ich auch überhaupt nicht, was das sein soll. Das sieht so aus, die werden auch so geliefert und die werde ich auch gleich wieder benutzen, um hier die Profile, die UD-Profile an die Wand und den Boden zu machen. Und die kann man einfach samt Dübel ins Loch stecken und dann einfach reinhämmern. Hier sind meine Löcher zu klein, ich habe aus Versehen übrigens 8 mm gebohrt und nicht 6 mm, deswegen muss ich jetzt hier die 8er nehmen. Aber weil die eben nicht durch das Loch passen, muss ich das einzeln machen hier. Hier nochmal ein bisschen mehr Biegung reinkriegen. Also jetzt steckt man die einfach hier rein. Der eine hier sitzt ja jetzt nicht so top. Egal. So, jetzt kann man die einfach reinhämmern. Ich würde da eigentlich gerne irgendeinen Abstandshalter nehmen. Ich nehme auch das hier. Hier nehme ich mein Gewinde. Jetzt rutscht einfach das Ganze da rein. Ich hole mir mal einen Schraubenzieher, das geht besser. Und das Schöne dabei ist halt, das ist jetzt einfach fest. Man kann es aber, wenn man möchte, nochmal abmachen. So funktioniert das. Hier biege ich jetzt nochmal ein bisschen dran rum. So, hier kann ich jetzt direkt meine Rosette reinmachen. Die hängt da drüben. Schmatze drauf. Und das Rohr, das kann ich jetzt nämlich einfach unten abschneiden und unten raushängen lassen. Und das hier ist eben das Teil, quasi der Adapter, wo jetzt das Klo-Rohr reingeht. Das stecke ich jetzt hier rein. Und jetzt ist es schon auf der Größe. Wenn ich jetzt das Klo anschließe, ist es schon alles ready. Hier kommt jetzt noch Schaum rein. Dass wenn ich in die Nivelliermasse kippe, dass dann auf keinen Fall irgendwas im Keller läuft, weil das wäre sehr ärgerlich. Das könnte ich ja gar nicht gebrauchen. Alles hier sieht auch gut aus. Top! Von hinten wird mir hier nichts reinlaufen. Dann können wir jetzt weitermachen mit den U-Profilen für die Ständerwand. Nun zuerst zeichnet ihr euch erstmal hier eine Linie am Boden an, wie weit euer Klo bzw. eure Nische von der Wand sein soll. Bei mir in dem Fall sind es jetzt hier 22 cm. Die habe ich jetzt hier schon an zwei Stellen angezeichnet. Ziehe mir jetzt hier eine Linie.
Danach kann man erstmal wieder den Bleistift anspitzen. Die Linie ist da. Jetzt stelle ich das Klo nochmal hin, um zu gucken, ob das auch wirklich richtig ist, was ich jetzt gerade gesagt habe. An der Stelle noch eine wichtige Sache. Und zwar dieses Rohr hier, was dabei ist. Das hat hier zwei solcher Lamellen. Und ihr müsst das, wenn es geliefert wird, in die hintere der beiden tun. Nicht in die vordere, sondern in die hintere. Das ist wichtig. Sonst ändert das ja auch euren Sprung nach vorne quasi. Also das muss in das hintere. Es gibt dann dafür noch so eine Klemme, die habe ich so noch nicht ausgepackt. Kann ich das ja hier eigentlich schon mal testweise reinstecken? Ja. Vielleicht mit Schmatze, ne? Das hilft. Also ihr seht, das macht schon einen Unterschied, ob man das benutzt oder nicht. Das ist doch schon was anderes hier. Und das hier gibt ja jetzt euren Abstand vor quasi. Das ist was anderes, wenn ihr es horizontal macht und hier hinten irgendwo den Anschluss habt. Das ist ja meistens so, also normalerweise kann man hier nicht nach unten gehen. Dann macht ihr das hier einfach mit Winkeln. Aber ich habe das jetzt halt so gesetzt. Also ich habe das hier schon ausgemessen, dieses Loch habt ihr ja gesehen. Aber geht es halt so vor. Ich muss jetzt wahrscheinlich das Rohr nochmal rausholen und nochmal ein Stück davon abschneiden. Genau, also ich muss nochmal hier einen Zentimeter abschneiden, weil so jetzt steht es gerade nur auf dem Rohr. Aber das sieht doch ganz gut aus hier. Dann wird meine Wand doch nicht so tief mit den 22 Zentimetern, was ich hier gerade angezeichnet habe. Ich mache das mal mit der Flex, damit ihr das auch sehen. Das schmilzt dann natürlich eigentlich mehr oder weniger das Loch rein. So, wieder entgraten. Diesmal vor allem innen, weil wir wollen ja nicht, dass das, was da durchfällt, irgendwo hängen bleibt, richtig? Also ich würde es jedenfalls nicht, ihr vielleicht schon. Man kann es jetzt übertreiben und hier noch jetzt Spiegelpapier nehmen und so, aber schon gut aus. Kann ich es wieder reinstecken. Und da ist unser Abwasseranschluss. So, jetzt habe ich es nochmal hingestellt, also steht jetzt einfach wirklich frei hier. Halte ich mal hier den Richtschalt dran. Was habe ich hier für einen Abstand? 13,5 Hinterkante. Ja, das sieht auch top aus. 13,5 Hinterkante und Vorderkante habe ich 18,5. Also, es wird 18,5. Also neue Linie ziehen. Das ist unsere Innenkante. Außenkante. So, jetzt muss ich hier erstmal ein Stück Blech zuschneiden, was so breit ist hier, wie dieser Strich. Also ein bisschen breiter. Ja, 2 cm sogar. Also ich mache jetzt 1,6 m. Schneide ich mir jetzt hier von dem Bodenprofil, U-Profil heißt es, weil es aussieht wie ein U. U-Profil für die Wand. Kein Deckenprofil, die Deckenprofile sehen anders aus, das kommt dann auch in meinem Video. Und das könnt ihr dann entweder mit einer Blechschere oder halt mit der Flex schneiden. Das ist keine Blechschere, also Flex. Sind wir direkt hier schon bei dem Problem, das soll ja hier hin, aber ich brauche ja hier einen Ausschnitt. Das heißt, ich muss jetzt hier gucken, wie weit ich hier weg muss und dann muss ich hier eine Ecke rausschneiden. Das muss von hier nach hier passieren. Hier ist mein Ausschnitt, einfach rausgeflext, zack. Und jetzt kann ich hier auch schon bohren und meine erste Schiene setzen. Diesmal wirklich Achterbohrer hier. Ich gucke jetzt hier, dass mein Metall wirklich genau auf meiner Linie ist. Und da kommt jetzt wieder der Schlagdübel zum Einsatz. Reinstecken und dann einfach reinhämmern. Hab was vergessen. Ich nehme es zurück. Ich hab was vergessen. Und zwar habe ich das hier vergessen. Entkopplungsband. Das benutzt man, um, wie der Name schon sagt, zu entkoppeln. Also, ihr entkoppelt die Wand vibrationsmäßig, also es ist einfach so ein Schaumstoff, der entkoppelt die Wand vom Boden, auf dem es steht. Und es wird einfach hier drauf geklebt bei allen Wand- und Bodenprofilen, also alle, die an der Wand festgeschraubt werden und die am Boden festgeschraubt werden. Es ist jetzt nicht unfassbar schlimm, wenn man es nicht macht, aber gerade hier jetzt, wo die Toilette halt eingebaut ist, ne, es ist schon cool zu haben, weil die Wand vibriert natürlich schon, wenn man spült und so. Also Entkopplungsband und es nivelliert natürlich auch ein bisschen noch. Also das ist natürlich auch ganz geil hier. Und jetzt kann ich doch wieder meinen Schlagdübel nehmen und nur reinhämmern. Zack, fest. So, und jetzt kann ich schon das Klo reinstellen hier. Da ergibt sich jetzt natürlich eigentlich alles dadurch, dass ich hier mein Rohr habe. So. Nice, oder? Jetzt als nächstes gibt es dafür hier diese Wandhalterung. Die sieht so aus, die hat hier so einen Clips, da kommt dann ein Gewindestab rein und das hier wird an die Wand geschraubt. Die Halterung ist so Offset von der Mitte, dass man halt das hier hinmachen kann und daneben bohren kann. Das ist schon schlau gemacht. Genau, da suche ich mir jetzt alle Teile zusammen und dann montieren wir das. Ein Schritt vorher ist jetzt noch, das hier anzuzeichnen, hier unten zu bohren. Dann haben wir es nämlich einfacher mit dem Einstellen dann. Wenn wir es unten schon fixiert haben, dann kann es nicht umfallen. Oder irgendwas in die Richtung. Das heißt, ich zeichne jetzt erstmal hier an. 1, 2. Dann kann man es erstmal in die Richtung ausrichten, wenn die beiden fest sind, weil das ist jetzt unser Endlevel. Und dann gucken wir nochmal nach der Höhe und dann kommen hier oben eben diese Fixierung hin. Aber jetzt bohre ich erstmal da unten die beiden Löcher. Löcher gebohrt, mitgelieferte Dübel reingemacht. Das sind 10er Löcher, die ich bohren musste. Steht. Das sind die Schrauben, die mitgeliefert sind. Die kommen jetzt hier unten rein. Da muss ich mir noch eine Ratsche holen gehen. Okay, bin gleich wieder da. Ratsche geholt und dann rein damit. Jetzt 800 mal Ratschen. Nein. Was ist denn jetzt? Okay, die ist kaputt irgendwie. Lull. Ach,
Die Schraube ist aber abgebrochen und ich habe echt nicht festgezogen. Habt ihr ja gesehen. Ist ja wohl ein Witz. Ja, zum Glück ist da ein Langloch und ich kann noch ein Loch bohren. Ich fand die mitgelieferten Schrauben und Dübel eh nicht so toll. Ich mag am liebsten hier diese Duo-Dübel von Fischer. Die sind eigentlich am stabilsten und die halten auf jeden Fall auch. Und da kann man auch noch mal was rausschrauben und wieder reinschrauben. Bei anderen hier würde ich das nicht machen. So, auf ein neues. Und andere Schrauben habe ich jetzt auch mitgebracht. Stabilere. Das hier ist dieser Clips, von dem ich erzählt habe. Den mache ich jetzt hier unten rein, damit ich den nicht vergesse. So, jetzt kann es schon nirgendwo mehr hin. Also der Teil hier ist echt fertig. Jetzt kann ich hier direkt den Baustopfen reinmachen, damit mir auch kein Dreck mehr da reinfällt. So, weil ein Klo im Lot natürlich ziemlich cool ist, machen wir das auch. Das hier ist noch leicht schief. Das berichtige ich gleich. Das hier sind diese Schrauben für die Einstellung von der Wand. Dieses Ende hier, das wird von hinten hier reingeschraubt. Einfach. Aber am besten steckt man erst diese Schuhe da dran. Die hier, die kommen hier hinten so rein. Doch, genau. Und wenn man jetzt diesen Pin hier reindrückt, dann klemmt er sich hier fest. Genau. So, jetzt das hier wird einfach hier hinten reingeschraubt. Das hat auch einen Kreuzschlitzkopf. Das heißt, für die Feinausstellung dann könnt ihr dann einfach einen Schraubenzieher nehmen und dann ist das gesichert. Fällt gerade ein, da muss eigentlich noch eine Kontermutter drauf. Richtig. Also nochmal abbauen. Also so sieht jetzt erstmal das zusammengebaute Teil aus. Das mache ich jetzt mit dem anderen auch noch schnell. Jetzt wird das hier, so wie ich es eben gezeigt habe, hier hinten reingeschraubt. Schon relativ weit. Und da könnt ihr von hier vorne mit dem Schraubenzieher reingehen, wenn ihr einen in der richtigen Größe zur Hand habt. Habe ich natürlich nicht. Also ich schraub's doch von Hand. Ich muss ja nochmal einen Schraubenzieher holen. Das müsst ihr auch nicht ganz reinschrauben. Also ihr habt halt schon viele Möglichkeiten hier. So, das ist schon mal nicht schlecht. Vom Abstand her müsste das dann auch ungefähr passen. Müsste noch ein Stück vor. So passt es dann. Also bei mir ist es jetzt gerade gar nicht schlecht, so wie ich das habe. Das Ganze auch auf der anderen Seite reinschrauben. Zum Ausrichten nehme ich mir jetzt hier einfach hier die Wasserwaage. Mache hier unten die beiden Schrauben los, beziehungsweise die eine erstmal nur. Muss hier noch ein Stück hoch. Ziehe ich die wieder an. Da ja da bekanntlich nach fest abkommt, nicht komplett anknallen. Also zwar gut anziehen, aber nicht anknallen. Jetzt nochmal die Kontrolle, ob das auch wirklich hier bei 1 Meter ist, diese Kante hier. Die ist jetzt bei 1,2 Meter. Aber dadurch, dass hier noch der Boden drauf kommt, denke ich, habe ich ja gerechnet, 2 cm drauf. Das heißt, es passt jetzt so und das hier ist am Ende bei 1 Meter. Das heißt, ich kann jetzt hier an der Wand als nächstes die Halterungen festbohren. Festbohren, genau. Bohren und festschrauben. Da kommen jetzt unsere 8er Dübel rein hier in die Löcher. Das sind jetzt auch 10er. Das sind tatsächlich auch 10er. Lull. Okay, ich muss mal größer bohren. Zack. Nummer 1. Nummer 2. Und dann haben wir schon wieder diese tollen Schrauben hier. Ich liebe sie ja. Jetzt bringen wir das Ganze, also nachdem man die Schrauben drin hat, erstmal grob ins Lot. Das ist schon sehr nah dran. Jetzt drückt man diesen Clips runter hier. Und jetzt greift er das hier hinten. Das Ganze machen wir auf der Seite auch nochmal. Den Clips könnt ihr dann außen umbiegen, dass er nicht mehr rausrutschen kann. Das ist jetzt schon bombenfest, also wirklich ordentlich. Und jetzt kann ich mir nochmal einen richtigen Schraubenzieher holen und dann das hier einstellen. Das hier ist eigentlich schon perfekt. Und das hier braucht noch minimal was. Und dann haben wir das ganze Klo hier schon in Waage und im Lot. Und dann können wir weitermachen. Top. Auch top. Perfekt. So, jetzt kommen die Kontermuttern dagegen. Ich habe jetzt natürlich gerade keinen Schraubenschlüssel hier. Deswegen hier mit der Rohrzange. Ist ja nur zum Kontern, also anziehen, aber wieder nicht abreißen. Und dann gehören da noch diese Plastikklipse dazu hier. Die steckt man hier rein, nochmal als Keil, dass es nicht wegrutschen kann. Vielleicht habe ich es jetzt eins zu nah gesteckt. Vielleicht noch weiter drücken. Oh, hier geht der easy bis ganz runter. Ja, hier jetzt auch. Die sind drauf, das ist alles montiert. Im nächsten Schritt wird das Ganze dann hier nochmal mit dem Ständerwerk von der Wand verschraubt. Das mache ich jetzt noch nicht, das mache ich dann als nächstes. Ich gehe jetzt erstmal Mittagessen. Und melde mich danach wieder. Essen war nice. Weiter geht's. Ich habe jetzt hier gerade schon dieses Rahmenprofil hier zugeschnitten. Dieses Rahmenprofil. Und das kommt jetzt hier oben in die Ecke. Dazu muss ich allerdings hier oben noch ein bisschen was wegstemmen, weil das sowieso weg muss. Deswegen mache ich das einfach gleich jetzt, dann ist es gemacht. Wichtig ist natürlich, dass das abgedeckt ist hier, dass hier in den Spülkasten kein Dreck reinfällt. Weil das wäre sehr ärgerlich. Ach, ja, drehen ist blöd, ne? In dem Fall. So sieht es schon besser aus hier. Wasserwaage. Hier muss jetzt natürlich auch hinten wieder das Zeug draufgeklebt werden. Und ich muss jetzt nochmal saugen. Das klebt echt krass, das Zeug. Wenn da mal irgendwo ein Stück fehlt, braucht man es eben, aber sollte schon möglichst gleichmäßig sein. Hier in der Ecke ist es sowieso komisch, weil wir hier oben noch Putz haben und unten nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, das auszugleichen, deswegen mache ich das einfach so und spritze noch ein bisschen Schaum dahinter. Hält dann auch, aber eigentlich werde ich auch hier machen, hier habe ich es angezeichnet, hier werde ich das rausstemmen, das Stück nochmal. Und dann ist das wesentlich schöner. Der Grund, warum ich jetzt die Seite hier mache und dann hier vorne ist, damit ich dann an der Decke mein Profil ausrichten kann, weil das sind jetzt die nächsten wichtigen. Weil erst dann kann ich anfangen, hier meinen Rahmen zu bauen, weil hier an den Kasten werden auch nochmal zwei von den Profilen, also nicht von denen, sondern von den Stehprofilen. Das sind ja die Wandprofile, dann gibt es die Stehprofile für zwischendrin, Rahmenprofil und die kommen an die Wand und an den Boden, nur die anderen werden hier dran geschraubt. Und dann will ich ja hier diese Nische bauen. Da muss ich ja nochmal über Maße nachdenken. Ich
100% sicher. Aber so sieht doch top aus. Quasi wieder, als wär's dafür gemacht. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Die Wand ist so schief, dass mit diesem Höhenunterschied hier ist dann wieder gerade. Also lass ich so. Naja, umso besser. Aber dann jetzt hier wieder Tape drauf und dann geht's weiter. Ich setze jetzt doch auf jeden Fall erst das hier noch. Ich wollte das noch anderes zuschneiden, aber lieber machen wir es so. Unten haben wir unser Maß. Wasserwaage. Perfekt. Die Person, die die Wasserwaage erfunden hat, ey. Hat echt gewonnen. Jetzt noch die anderen. Wir haben hier diese beiden Profile. Das hier ist das, was ihr an die Wand macht, was hier so hingeschraubt wird. Und das hier ist das, was man als Ständer benutzt, also was frei steht. Das hier hat einfach eine höhere Steifigkeit aufgrund dieser beiden Obergurte hier nochmal. Das hier ist halt sehr biegbar und kann man auch, wenn man viel Kraft aufwendet, so verbiegen. Und das ist bei dem hier halt fast nicht möglich, weil es ja wie so ein Träger aufgebaut ist. Obergurt, Untergurt und zwei Stege. Die stellt man frei hin. Die hier kommen an die Wand. Das hier nennt sich UW als Wandprofil und das hier CW, weil es ein C-Profil ist und ein Wandprofil. Also das ist ein U-Profil, ein C-Profil, beides halt für die Wand, deswegen W. Und für die Decke nennt sich das Ganze CD und UD. Das sind die beiden Unterschiede dabei. Das hier, also dieses CW, hat auch solche Löcher in der Wand, dass man da Kabel durchlegen kann. Das ist auch schon mal ein Unterschied. Aber wollen wir mal durchstarten jetzt. An der Stelle wäre es jetzt natürlich cool, eine magnetische Wasserwaage zu haben. Habe ich nicht. Deswegen muss ich das in zwei Gängen machen. Also das hier wird erstmal hier drauf gesteckt. Das Ständerprofil ist auch immer ein Stückchen schmaler. So. Und das andere Ende wird jetzt hier hinten drauf gesteckt auch. So, jetzt kann ich das ausrichten mit der Wasserwaage. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich schon einen kompletten Rahmen rund um. Wie die Norddeutschen hier sagen würden, was ich überhaupt nicht mag, einmal um zu. Finde ich ganz schrecklich, das Wort um zu. Jetzt nehme ich mir hier wieder meinen Bleistift. Linie. Jetzt muss ich ja gleich in die Richtung auch nochmal gucken. Erstmal kann ich jetzt hier bohren. Top. Das Ganze mache ich jetzt noch zweimal und dann haben wir den Teil schon gemacht. Wie geil, oder? In dem Set waren auch diese kleinen selbstschneidenden Schrauben dabei. Ich glaube, das wird immer gar nicht scharf, wenn ich das hinhalte. Ne? Problematisch. Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Ich würde euch immer sehr empfehlen, den richtigen Bit zu benutzen. Hier so ein Bit-Satz kostet lächerlich wenig. Also ich glaube 10 Euro habe ich jetzt bei Amazon bezahlt. Also so einmal im Jahr oder so kaufe ich so ein Ding hier, weil die sich ja schon abnutzen oder man verliert mal einen oder geht einer kaputt. Also richtiger Bit dafür nehmen. So, jetzt fragt man sich, okay, wo sind diese Schrauben gedacht? Und die sind dafür da, dass man diese Strebe hier mit dem Spülkasten verschraubt. Quasi übernimmt man nochmal, also man überträgt die Kraft nochmal in beide Richtungen. Entweder auf die Wand oder wenn die Wand irgendwie jetzt eine Kraft hat, abbekommt, dann halt den Träger. Naja, und das wird halt einfach jetzt daran festgeschraubt. Dabei ist wichtig, nicht irgendwie Vollgas geben, einfach langsam schrauben, normale Geschwindigkeit. Fest. Ich habe jetzt nicht krass schnell gedreht, habt ihr gehört? In der Geschwindigkeit ungefähr, nicht jetzt Vollgas, dann macht ihr sofort den Kopf kaputt und es funktioniert nicht. Also, in der Ruhe liegt die Kraft, hierbei jedenfalls. Jetzt fast das nächste ist eigentlich, die Größe der Nische festzulegen. Bei dem Äußersten hier übrigens wollen wir natürlich die geschlossene Seite nach außen haben, dass wir von hier die Platte reinschrauben können und die Platte hier rein. Deswegen muss es so rum sein. Ist drin. Irgendwie so. Jetzt haben wir hier einen Abstand von 20,5. Und das hätte ich jetzt natürlich gerne zu der Wand hier auch 20,5. Das heißt, unsere Nische wäre so groß und nicht mittig über dem Klo. Das ist die Frage. Machen wir die Nische mittig über dem Klo oder möglichst groß hier drinnen, ohne Steifigkeit zu verlieren? Was würdet ihr machen? Die Nische soll wahrscheinlich mit so einer Spiegeltür versehen werden. Das heißt, man sieht die Nische dann nicht mehr. Das ist einfach nur so ein Spiegel, der da auf und zu geht. Das sieht schon mal ganz gut aus, was wir jetzt hier haben. Der hier ist festgeschraubt. Der hier steht jetzt frei. Der muss dann noch mit der Wasserwaage so ausgerichtet werden, wenn wir soweit sind, wenn wir die Platten festschrauben. Das passiert im Endeffekt von alleine, wenn ich hier festschraube. Weil die hier ist ja ausgerichtet und es zieht sich ja dahin. Jetzt hatte ich überlegt, mache ich die Nische mittig übers Klo, dann wäre die Nische aber nur 50 cm breit, so, und dann kommt noch Rigips drauf und dann noch Fliese und dann ist sie plötzlich ganz klein. Deswegen habe ich gesagt, wir machen die jetzt so breit, dass auf beiden Seiten das hier gleich ist. Und dann kommt jetzt hier eine Nische rein. Das heißt, zunächst werde ich jetzt hier noch ein WC-Profil, ein CW-Profil hier hinschrauben, damit ich das hier festschrauben kann, so wie das hier. Dann mache ich hier quer eins rein, hier noch eins quer rein und dann kommt hier in der Mitte wieder eine Strebe rein, wo ich dann auch meine Platte dagegen schrauben kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal das hier zuschneiden. Das hier sieht gut aus. So, das hier muss ich jetzt auf Abstand bringen, dass ich weiß, wie lange ich meinen Teil hier bauen muss. Das soll auf 20,5. Das hätte man schon mal. Das zeichne ich mir jetzt oben und unten an, damit ich das dann beim nächsten verschieben will. Ich muss das jetzt nochmal wegschieben, damit ich das hier festschrauben kann. Damit ich das dann nicht nochmal machen muss. Aber was ich jetzt schon mal machen kann, ist mir hier diesen Abstand ausmessen. Das wird ja auch ein bisschen gebastelt. 67. Ich muss es allerdings ein bisschen länger machen, damit ich die Ecken hochbiegen kann, damit ich dann hier reinschrauben kann. Weil also ich muss es ja irgendwie verbinden hiermit. Fest. Nice. Okay, doch nochmal anderer Plan. Ich werde das hier
in der Mitte ausklinken. Ich wollte erst das einfach hochbiegen, aber das könnte ich immer noch machen. Aber ich klinke das einfach aus, mache hier diese Ecken weg und dann kann ich das links und rechts drauf schieben und da festschrauben. Aber ich glaube, ich mache einfach beides, das ist mir gleich am sichersten. Sinnvoll, oder? Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier, also wir hatten ja 67 gesagt, von da nach da. Dadurch, dass die hier 4,5 cm dick sind, 4,5, richtig, werde ich das Ganze einfach 8 cm länger machen, also 75. Und dann kann ich auf beiden Seiten 4 cm ausklinken. So gehe ich jetzt vor. So sieht das Zugeschnittene jetzt aus. Hier kann ich reinschrauben, da auch. Hier habe ich das mittlere Ding ausgeklinkt, das hier. Und das kann jetzt einfach auf beiden Seiten dann festgeschraubt werden. Top, oder? Ihr seht jetzt schon mal das Ergebnis. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, oder? Und das hier, kann ich hier rüberschieben. Mann, wie geil. Man möchte meinen, ich wäre Trockenbauer. Not bad. Also so ist brutal gut. Kommt hier mal eine Schraube durch. Und hier und da. Und dann haben wir unsere untere Seite schon. Das Ganze muss natürlich hier hinten auch nochmal irgendwie gehaltert werden. Dass es nicht nach hinten absackt, ne? Ist klar. Und ich würde überlegen, hier noch den Putz wegzumachen, damit die Nische ein bisschen tiefer wird. Oder ich klebe hier einfach Regips drauf oder so. Oder direkt in die Wand. Mal gucken, ich bin noch unentschlossen. Wir werden sehen. Alles zu seiner Zeit. Hier habe ich jetzt auch wieder einfach die selbstschneidenden. Ich mache erstmal hier hinten eins rein. Das geht richtig gut. Nee, geht's nicht. Ich mache erstmal hier eins rein. Das wird sich dann, wenn ich die Platte drauflege, wird es sich einfach reindrücken hier. Ihr seht, es ist ein bisschen beweglich, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Und der hier, der macht das Ganze auch nochmal sehr stabil, weil hier liegt es natürlich perfekt auf und kann sich auch nicht verdrehen. Deswegen wollte ich den unbedingt haben. Ihr könnt jetzt sehen, hier vorne kann es sich noch verdrehen. Das heißt, hier vorne muss ich irgendwie eine Schraube reinmachen. Aber hier hinten halt nicht. Hier hinten ist es komplett gesichert. Ich mache das hier möglichst weit außen, dass ich das eben reindrücken kann. Ne? Das ist schon mal safe. Muss ich das Ganze nochmal zuschneiden, weil ich brauche das ja nochmal für oben. Und ja, dann muss ich mal wahrscheinlich schon wieder zum Baumarkt fahren. Baumarkt. So, jetzt muss ich eine Ecke wieder ausklinken, weil hier oben ja natürlich auch wieder ein Träger rein muss. Deswegen habe ich mir das mal hier reingeklemmt. Sagen wir mal 66. Bisschen Abstand von beiden Seiten. 1,33 ist die Mitte. Und dann 5 cm hier oben weg. Und dann passt es auch mit dem Ständer da oben. Da muss ich nur noch festlegen, wie hoch diese Nische sein soll. Das muss man noch festlegen. Die Ecken hiervon, die biege ich jetzt einfach wieder hoch. Man könnte die jetzt auch abschneiden, aber es ist, glaube ich, einfacher, die einfach hochzubiegen. Deswegen würde ich es einfach immer so machen. Kann ich empfehlen. Wichtig ist hierbei jetzt natürlich, dass wir das jetzt nicht so rum einbauen, sondern so rum, weil wir auch hier wieder die Unterseite brauchen, um dann Rigips dran zu schrauben. Jetzt ist die Frage, wie hoch machen wir das? Da müssen wir jetzt auch wieder Rigips 1 cm abziehen, also alles zweimal, weil oben und unten. Das heißt, 1 cm Rigips sind wir schon bei 2 cm, dann 1 cm Fliese vielleicht, plus ein bisschen Kleber, sagen wir 2,5 cm, also 5 cm verliere ich hier noch an Höhe. Und was möchte man für eine Höhe haben? Ja, mindestens 40, weil da muss ja auch irgendwie noch ein Glasblatt oder so rein. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen auf 50. 50 ist doch ein schönes Maß, oder? 50 wäre hier. Ihr müsst übrigens immer sehr aufpassen, dass ihr euch nicht an den scharfen Kanten schneidet. Mir ist schon mal was runtergerutscht, während ich meinen Finger hier hatte. Da hat es mir richtig schön in den Finger reingehackt. Also das fand ich so toll. Deswegen ist es natürlich besser, wenn man es nicht macht. Ja, ist doch cool. Da kommt man hier überall gut dran, auch wenn das Klo hier ist. Wenn man auf jeden Fall 1,90 groß ist. Außerdem, wie gesagt, es wird noch kleiner. Schraube rein, ausmessen, dass es gerade ist. Und dann hier oben noch den. Achso, den kann ich direkt mal messen. 64. Also noch eins mit 64 abschneiden. Einführen. Wow, nice. Sehr nice. Wie hier gerade eigentlich? Nö, so ist gerade. Hier werde ich jetzt hinten noch eine Schraube reinmachen, damit das schon mal hinten fixiert ist, damit sich das nicht die ganze Zeit in sich verdreht. Partout keine Schraube rein, egal ob ich es mit Zange festhalte oder nicht, ist einfach ein Kackwinkel. Aber da kann man dann sich später noch helfen, indem man einfach hier erst die Rigipsplatte an die Decke und an den Boden macht und dann die Rigipsplatte an die Seite. Weil dann steht quasi die Rigipsplatte oben, legt dann nochmal auf diese Rigipsplatte hier auf. Das macht es halt einfach stabiler. Wird ja dann eh nochmal geschwachtelt, bevor es verfließt wird. Deswegen ist ja egal am Ende. Aber hier ist auf jeden Fall unsere Nische. Sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ich denke, ich stemme das hier noch weg. Natürlich ist ein bisschen blöd hiermit, aber das decke ich ab. Und dann, andererseits ist es auch echt tief genug. Also ich meine, klar, da kommt dann eine Rigipsplatte drauf. Aber es sind halt 17 cm. Und am Ende sind es vielleicht noch 15 cm, selbst wenn. Also, ich glaube, ich stemme es nicht weg. Es macht ja so viel Dreck, dass alles hier reinfällt. War ich mir, oder? Auf jeden Fall bin ich jetzt ganz happy damit. Und es ist unfassbar stabil, also auch hier, es ist halt dünnes Blech, aber es ist trotzdem brutal stabil und auch das Klo hier unkaputtbar jetzt. Schon gut, diese Montagesets, ich finde die ziemlich nice. Eigentlich wollte ich das ja heute zumachen hier, aber ich kann das ja nicht zumachen, bevor ich nicht weiß, ob das mit dem ganzen Wasser dicht ist. Und weil meine Lieferung ja nicht ankam am Freitag, deswegen habe ich nicht alles da, um schon wieder Druck auf die Leitung zu geben. Deswegen schließe ich jetzt die eine Sache noch an. Schneide mir hier das Holz zu und schraube das hier noch drauf und höre dann auf für heute, weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Aber ich habe da jetzt eben ein paar Sachen beim Baumarkt gekauft, unter anderem hier diesen Schlauch. Das ist ein ganz normaler herkömmlicher Flexschlauch und der hat Dichtungen drin. Also der hat auf beiden Seiten Dichtungen. Hier habe ich einen 3/8 und hier habe ich einen 1/2 Zoll. Dann habe ich hier so zwei Hähne gekauft, auch nochmal zum Absperren. Man kann, wenn man möchte, eigentlich hier auch keinen Hahn mehr einbauen, weil hier drinnen in dem Spülkasten ist ein Hahn. Aber wenn man das jetzt irgendwie mal aus irgendeinem Grund tauschen möchte oder irgendwas kaputt ist und man muss das hier sowieso aufmachen, dann kann man das wenigstens zudrehen. Dann. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder eine anfällige Stelle, weil es ist ein Ventil und ein Ventil hat ein Potenzial, undicht zu werden. Aber das gehe ich jetzt einfach ein. Das Ding hier
müssen wir selbst eindichten. Und zwar machen wir das mit Hanf und Chlamid. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Ich glaube, das Licht hier ist fast zu hell. So sieht man es besser, oder? Genau. Also das ist Hanf. Wenn man nicht raucht, soll man eindichten. So, wie macht man das? Ich zeige das jetzt mal aus dieser Perspektive, dass ihr das alles so machen könnt wie ich. Also ich nehme das immer hier. Ich nehme hier ungefähr hier so ein Stück. So. Reißt es hier ab. Das sind einfach nur so Fasern, die ineinander gewebt sind quasi. So, dann lege ich das hier einmal so quer drüber und lege meinen Daumen drauf. Und dann wickel ich gegen den Uhrzeigersinn. Das labere ich mit dem Uhrzeigersinn. Könnt dann hier bei der vorletzten Windung, könnt ihr auch wieder das Hanf, was ihr erst festgehalten habt, mitnehmen. Und dann sieht es schon ganz gut aus. Kann man hier noch ein bisschen drum gehen. So sieht es optimal aus. Manchmal hat man dann hier noch ganz viele Fasern drinne. Diese Fasern sollte man dann am besten mit dem Finger nochmal wegmachen oder zur Not nochmal. Jetzt nimmt man Vermit und macht hier nochmal so eine kleine Wurst drauf. Und dann schön gleichmäßig hier drüber machen. Das ist auch top. Und das Ganze können wir jetzt da hinten rein. Für die Anwendung jetzt hier, ich habe jetzt hier so ein verchromtes Teil genommen. Ich gehe da jetzt mit der Pumpenzange dran, also mit der Wasserpumpenzange. Das wird hier den Lack kaputt machen. Das ist mir aber egal, weil es halt in der Wand drin ist. Ich muss mir dringend mal hier diese, das hier ist ja die, ach hier, Alligator. Und die andere heißt irgendwie, auch irgend so ein Name, Tiername. Die ist eigentlich dafür, und dann macht es nämlich nicht kaputt. Aber die hat dann hier keine Riffeln wie die Wasserpumpenzange, wie die Alligator, sondern die hat ja einfach so zwei glatte Seiten, quasi wie so ein einstellbarer Schlüssel. Und hier habe ich natürlich, das ist ja mal richtig geil. Wasserpumpenzange einstellen, die Größe, die wir hier haben, und dann schön rein. Drehen. Dieses Hanf mit Vermit, das ist wesentlich länger und zuverlässiger dicht als, wie heißt das, Thermo irgendwas? Ich weiß immer nicht, wie es heißt. Und das Schöne daran ist, wenn ich jetzt zum Beispiel verkackt hätte und ich habe es eine halbe Drehung, oder nicht eine halbe, aber hier so ein paar Grad zu weit gedreht, kann man mit Hanf auch nochmal zurückdrehen. Das kann man mit dem anderen nicht. Das ist immer das Schöne bei Rohren. Man muss immer in irgendwelchen Ecken arbeiten. So steht es jetzt für uns top. Hier ist jetzt dieser Anschluss drauf, den kann ich hier wegmachen. Der gehört zu einem anderen Verbindungssystem. Das brauchen wir nicht. Hier müssen wir nicht eindichten, weil hier ja eine Dichtung drin ist. Und da müsst ihr auch immer gucken, sehr genau gucken, ob diese Dichtung drin ist oder nicht. Weil wenn sie nicht drin ist, ist ein Problem. Dann könnt ihr es auch in der Regel nochmal zurückgeben. So. Und das wird halt dicht, einfach nur, indem man es anzieht. Ich drehe es jetzt direkt auf, nicht, dass ich es vergesse, dass ich es aufdrehen muss. Also ich drehe es ganz auf und dann drehe ich es nochmal zwei Drehungen wieder rein. Macht man einfach so. Oder mache ich jedenfalls so. Mann, ist ja nicht ich. Das gleiche hier hinten, das habe ich hier schon eingebaut. Ich zeige euch das nochmal. Das hier ist eben auch nochmal ein Ventil. Hier schraube ich das jetzt gleich dran. Kann ich jetzt sogar hier oben dran schrauben, theoretisch schon. Aber es ist natürlich hier, diese Platte ist da dran gegossen, damit man das nicht gegenhalten muss. So, und wie, in welcher Position das da innen drinne sein sollte, zeige ich euch auch. Sollte nach da zeigen, weil hier innen drinne ist auch nochmal ein Schlauch. Und der muss dann hier angeschlossen werden. Wenn ihr das nach hier zeigt, dann knickt euch der innen drinne ab. Also ihr macht das einfach so hier rein. Das wird einfach nur hier mit dieser jetzt für immer verlorenen Plastikmutter gesichert. Mann, immer so behinderte Sachen. Da muss man kurz das rausfischen. Da war jetzt der alte Draht von der Badewanne. Doch noch für was gut, wenn ich es dann gleich draußen habe jedenfalls. Bis dahin noch nicht. Ach, komm schon. Jawohl. So, also mit dieser Mutter wird es hier innen drin gekontert. Braucht ihr auch nicht krass anknallen. Das hier ziehe ich jetzt auch noch an. Wie gesagt, braucht ihr nicht unfassbar anknallen. Hauptsache, ist einigermaßen fest. Top, wieder was gemacht. Ich habe jetzt hier eben noch so ein Kantholz gekauft. Das schraube ich jetzt da hinten hin. Also dahinter quasi. Einfach als Verlängerung. Warum ich da jetzt Holz nehme, der Grund ist, dass sich das besser einfach da dran schrauben lässt und viel einfacher zu bearbeiten ist jetzt, als das jetzt auch mit dem Blech zu machen. Mit dem Blech, dann ist es schief und dann ist das so wabbelig. So habe ich jetzt ein starres Gerüst und mache dahinter das mit dem Holz hier. Das ist auch in Ordnung. Da kommt jetzt natürlich wieder die Säbelsäge ins Spiel. Klar, ne? Was denn sonst? Das schraube ich jetzt einfach bündig hier da hinten dran. Und dann kann man da auch das Regips draufschrauben einfach. Hier eine schöne, plane Fläche, die dann auch was hält. Ganz oben, links und rechts. Also noch ein bisschen sägen. Also Holz ist drin auf allen vier Seiten. Also der hier unten ist brutal fest. Der hier oben auch. Das Ganze ist jetzt noch stabiler geworden, natürlich. Ich werde jetzt schon mal anfangen, hier Regips reinzumachen. Also ich schneide jetzt schon mal hier diese Platten zu. Die Vorderseite muss doppelt beplankt werden. Das bedeutet, man macht eine Regipsschicht drauf und dann versetzt zu der ersten Regipsschicht macht man noch eine Schicht. In dem Fall hier haben wir hier dann diese Nische und hier soll aber, hier muss nicht doppelt geplankt werden. Also da, wo das Klo halt dagegen gedrückt wird, weil du ziehst ja wirklich hier diese beiden Schrauben dann richtig fest an und die ganze Kloschüssel drückt dann dagegen. Es gibt entweder die Variante, dass man erst Sperrholz macht und dann Regips oder halt einfach doppelt Regips. Machen wir aber auch in dem Fall. Und halt wichtig ist der grüne Regips. Das sage ich aber auch nochmal, wenn es soweit ist, weil der weniger Feuchtigkeit aufnimmt. Mache ich übrigens auch mit einem normalen Akkuschrauber. Einen Trockenbauschrauber habe ich nicht. Sehe ich auch nicht ein. Dafür 300 Euro zu zahlen, macht aber keinen Sinn für mich. Versteht ihr ja wahrscheinlich, oder? Oder würdet ihr euch zwei, drei Baustellen sind auch cool. Also ich meine, ich habe drüben über 200 Quadratmeter Trockenbau gemacht. Hätte sich wahrscheinlich schon gelohnt. Das ist einfach viel Geld, wenn man andere schöne Sachen mitmachen. Wenn ich das hier jetzt fest habe, dann ist das hier schon mal in Position. Das ist ganz gut auch fürs weitere Messen dann. Deswegen habe ich das hier schon mal festgemacht. So, erst ist es drin, schraube ich hier direkt fest. Man hat es irgendwann ziemlich gut im Gefühl, wie tief man bohren muss, dass es halt nicht rausguckt. Also es gibt auch extra so Bits dafür, die dann wirklich nur so 1 mm tief reingehen. So, das habe ich, wie ihr seht, nicht. Aber man hat es dann echt irgendwann einfach drin. Und es sollte halt niemals rausgucken,
und sollte immer komplett versenkt sein, weil wenn ihr es zu tief macht, also das Papier hält eigentlich das Ganze zusammen, nicht das Gips. Das Gips vor allem. Ich mache erst unten und oben und dann danach auf die Seiten, dann wird das nochmal hochgehalten. Das sieht auch schon ganz gut aus hier und ist auch echt stabil. Alles, was hier übersteht, das kann man dann hier, ich habe das hier gerade nicht abgedeckt, aber dann kann man hier so lang gehen und das abschneiden. Oben und unten drinne, Seitenstück, wie gesagt, einfach wieder zwischen sliden so. Naja, und festschrauben, ne? Sehr stabil das Ganze. So habe ich mir das vorgestellt. Schön ordentlich. Ich mache immer lieber zu viele als zu wenig Schrauben, aber es ist eure Sache. Und die vierte Seite und damit melde ich mich ab für heute und tschüss.